Hallihallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück in Himmelsrand hier vor den Toren von Windhelm. Wir haben uns in der letzten Folge den Sturmmänteln endlich fest angeschlossen. Es war Zeit, Partei zu ergreifen. Wir haben in der letzten Folge einige Questen zum Abschluss gebracht und wir sind in der letzten Folge auch unfreiwillig das erste Mal im Gefängnis gelandet. Eine Erfahrung, die ich mir auch lieber hätte sparen können. Und jetzt stehen wir hier nichtsnutzig vor den Toren von Windhelm rum. Und ich schau mal ganz kurz auf die Karte, denn wir wollten ja weiter reisen Richtung Norden, um hier Mercer frei zu treffen, den Chef der Diebesgilde, um in der Schneeschleierzuflucht nachzuforschen, wer denn nun die Diebesgilde betrogen hat. Und dafür würde ich vorschlagen, reisen wir einfach schnell zur Höhle der Todgeburt und gehen diesen Weg hier rüber zur Schneeschleierzuflucht. Deshalb zack, einmal schnell reisen. So, und da sind wir auch schon an der Höhle der Todgeburt. Und Fred ist auch da. Warum fehlt Ellie schon wieder? Och, Fred, das ist doch echt, ja, Fred folgt mir schon. Dann gehe ich mal ganz kurz zur Ellie und werde auch die Ellie mir wieder folgen lassen. Ellie wartet nämlich schon wieder. Das finde ich gar nicht gut. Ellie, auch mir folgen, bitte. So. Zack. Und dann kann ich auf Fred steigen und Ellie müsste gleich... Das ist doch jetzt echt nicht wahr. Schon wieder ein Drache. Wo ist der denn diesmal? Wo soll der denn sein? Nein, ich habe jetzt keine Lust auf einen Drache. Nicht schon wieder ein Drache. Es waren jetzt in den letzten paar Folgen wirklich genug Drachen. Lydia, komm wieder her. Steig auf Ellie und reite mir hinterher. Wir müssen hier rum. Was das da hinten ist, will ich gar nicht erst wissen. Das sieht aus wie ein Eistroll. Ach, der kämpft schon. Oh, und der sieht auch ziemlich mächtig aus, wenn ich mir das so anschaue. Ich steige erstmal ab und werde mal meinen Bogen in die Hand nehmen. Wo ist denn mein Bogen? Ist der nicht mehr auf der 2? Das ist ja sehr blöd. Wo ist denn mein Bogen? Mein Bogen ist nicht mehr hier. Das wird da. Ist aber die Armbrust. Ja, probieren wir doch mal die Armbrust aus, würde ich sagen. Da ist der Bogen. Sehr schön. Probieren wir doch mal die Armbrust aus. Die haben wir noch gar nicht ausprobiert. Oh ja, ein Eistroll. Wow. Und dem mache ich irgendwie so gar keinen Schaden. Wow. Nee. Nee. Das finde ich gerade ganz blöd. Da laufe ich mal lieber weg. Ich schaue noch mal kurz, ob ich noch irgendwas habe, was ich vernünftig zaubern kann. Flammen kann ich zaubern oder eine Feuerrune auf dem Boden zaubern. Das mache ich mal gerade, falls er mir folgt irgendwie. Ja, sehr schön, genau reingelatscht. Aber ist der verdammt stark. Der nimmt überhaupt keinen Schaden irgendwie. Das finde ich gerade voll blöd. Was haben wir denn noch so an Magie? Kann ich nicht noch irgendwie was... Dremora-Helden kann ich mal versuchen zu beschwören. Da muss ich aber erstmal noch ein Stück weglaufen. Ich besitze nicht genügend Magika. Das können wir ganz schnell ändern. Wir haben ja unser wundervolles Amulett der Magika. Wo ist denn das? Wo ist denn das? Wo ist denn unser... Da, Steigerung der Magika. Und dann müsste ich das auch herzaubern können. Und immer noch nicht genügend Magika besitze ich. Das ist sehr schlecht. Lydia, wo bist du? Wer seid ihr? Wollt ihr mir helfen, diesen Eistroll platt zu machen? Weil alleine schaffe ich den nicht. Ach, und mein Streikkolben ist auch schon wieder nicht mehr auf der 1. Warum sind die ganzen Quick-Sachen denn weg? Das finde ich ja total blöd gerade. Jetzt muss ich mit diesen bescheuerten Menüs hier anfangen. Das sieht gar nicht schön aus. So, dem wieder auf die 1. Wo ist mein Schild? Warum ist mein Schild nicht mehr da? Mein Schild wieder auf die 2. So, und jetzt habe ich sie auch alle wieder beieinander. Ich habe nämlich mal mein Menü sortiert. Oh, der hat mich zuerst getroffen. Aua, 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 aua. Oh, und hat mich ganz schön weit weggekloppt. Au, au, und ich muss hier weg. Lydia! Pfeile. Fuck. Der ist mir eindeutig zu stark.
Jetzt kämpft er mit dem Eisgeist auch noch. Aber auch der Eisgeist, der macht... Wir machen dem alle überhaupt keinen Schaden hier. Ein Elder-Eistroll ist das auch noch. Okay. Dann ist es klar, warum ich so überhaupt keinen Schaden mache. Dann schaue ich nochmal kurz, was ich sonst noch hier beschwören kann. Das geht ja gar nicht. So ein Rachegeist, ein Feueratronarch, das ist doch eine gute Idee. Zack, so. Und jetzt kämpfst du mal bitte an meiner Stelle. Der nimmt doch überhaupt keinen Schaden, so null. Okay, ich muss hier weg. Das hat überhaupt keinen Sinn, Leute. Boah, fuck, ist der stark. Ich muss mal gerade ein paar Ausdauertränke zischen. Kommt er mir noch hinterher? Er ist mir nicht mehr hinterher. Das finde ich sehr gut. Der kämpft da oben weiter. Boah, dann laufe ich weiter. Ich laufe einfach weiter. Was ist denn das hier eigentlich? Und hier ist auch noch irgendwo ein Eisgeist. Da, mehrere sogar. Die kriege ich aber platt. Wo ist der andere hin? Weg. Da ist er. Nee, das ist nur der Zauber, der noch in der Luft steht. Da ist er. Weg mit dir, Eisgeist. Boah, was ist das denn hier? Mein Gott, hier sind aber... habt ihr das gesehen? Also dem Troll konnte ich ja überhaupt keinen Schaden machen. Lydia ist immer noch weg. Das finde ich irgendwie gar nicht so toll. Und... ich pfeife erstmal wieder Fred her. Wo ist der denn eigentlich abgeblieben? Fred? Da kommt er. Und da kommt auch ein Säbelzahntiger, deshalb werden wir hier erstmal gerade schnell wieder wegreiten. Mein Gott, wo... Also was ist das denn hier bitte? Gefährliches Pflaster. Was bist du hier? Du greifst mich doch bestimmt auch an, oder? Nee, das ist die Schneeschleierzuflucht. Ha! Hier musste ich hin. Sehr gut, da habe ich aus Versehen spontan den richtigen Weg gefunden. Hi, Mercer. Gut, dass ihr endlich kommt. Ich habe die Ruinen erkundet. Ich bin mir sicher, dass Kalia noch da drinnen ist. Kalia hieß sie, genau. Habt ihr sie gesehen? Nein, ich habe ihr Pferd gefunden. Keine Angst, ich habe mich darum gekümmert. Auf dem wird sie nicht mehr fliehen können. Dann mal los. Ich will sie da drin überwältigen, solange sie noch abgelenkt ist. Ihr geht vor. Hättest du mir nicht erzählen müssen, aber gut. Ihr wollt, dass ich die Führung übernehme? Oh, entschuldigt. Ich hatte gedacht, dass ich ihr das Sagen hätte. Ihr geht vor. Ich folge euch. Soweit verstanden. Ach so, ja. Verstanden. Bleibt konzentriert und haltet eure Augen offen. Kalia ist tödlich wie eine Klinge. Und wir können nichts weniger gebrauchen, als dass ihr in eine Falle tappt und sie damit über unser Hiersein informiert. Erzählt mir doch erstmal noch ein bisschen was über Kalia, Mercer. Sie war eine dickköpfige Dunmeer. Es musste immer alles nach ihrem Kopf gehen. Aber sie war auch die Beste. Sie hat in einem Monat mehr Geld verdient, als manche Diebe in einem Jahr schaffen. Boah. Gallus hat ihr zu sehr vertraut und sie zu nah an sich herangelassen. Dann hatten sie also eine Beziehung, Gallus und Kalia? Wenn ihr das so nennen wollt, ja. Wenn ihr mich fragt, hat sie ihn weichgeklopft, um ihn später leichter erledigen zu können. Gallus nannte sie seine kleine Nachtigall. Er war absolut in sie vernarrt. Warum hat sie ihn getötet? Gier, Eifersucht, Verachtung. Wer weiß schon, was sie zu einem solch schändlichen Verbrechen getrieben hat. Aber eines verspreche ich euch. Ich werde es herausfinden, bevor sie ihren letzten Atemzug nimmt. Erzählt mir, wie Gallus gestorben ist. Vor 25 Jahren stand ich schon einmal vor diesen Ruinen. Gallus wollte mich hier treffen, aber er hat mir nicht verraten, warum. Als ich ankam, trat Gallus aus dem Schatten. Bevor er etwas sagen konnte, durchschlug ein Pfeil seine Kehle.
Bevor ich auch nur meine Klinge ziehen konnte, traf ihr zweiter Pfeil mich in die Brust. Aua. Kalia hat es ganz alleine mit euch beiden aufgenommen? Kalia war eine Meisterschützin und ihre größte Waffe war das Überraschungsmoment. Ich hatte Glück, sie hat mein Herz nur um Haaresbreite verfehlt. Ich stolperte von den Ruinen weg und mein Blick begann sich zu trüben. Da wusste ich, dass die Schlampe ihre Pfeile vergiftet hatte. Autsch. Und Gallus? Das Letzte, was ich sah, war Kalia, die seine Leiche in eine Öffnung hoch oben auf den Ruinen fallen ließ. Ein schändliches Ende für einen bemerkenswerten Mann. Bis heute bereue ich es, dass ich sie nicht aufgehalten habe, auch wenn der Versuch meinen Tod hätte bedeuten können. Das wäre ich Gallus schuldig gewesen. Was ist passiert, nachdem Gallus gestorben ist? Die Gilde verfiel in Chaos. Mehrere Mitglieder versuchten, Gallus frühere Position als Gildenmeister einzunehmen. Um diese Männer scharten sich im Nu eigene Parteien. Der Rattenweg versank in einem Blutbad. Und ihr habt dazugehört? Ich habe gesehen, was sie Gallus angetan haben. Ich wollte die Ressourcen der Gilde nutzen, um Kalia zur Strecke zu bringen. Die anderen kümmerte sein Tod kein Stück. Glücklicherweise konnte ich mich durchsetzen. Die anderen Gruppen wurden entweder getötet oder haben Himmelsrand verlassen. Und was ist mit Kalia? Die internen Konflikte dauerten Monate an. So hatte sie die Zeit unterzutauchen und ihre Spuren sorgfältig zu verwischen. Ich habe tausende Septime ausgegeben und alle meine Kontakte genutzt, aber sie war wie vom Erdboden verschwunden. Wie gesagt, sie war die Beste. Alles klar. Aber Mord, ist das nicht eigentlich eher das Spezialgebiet der dunklen Bruderschaft? Nicht, dass ich irgendwas mit denen zu tun hätte. Ich habe seit langem eine Vereinbarung mit der dunklen Bruderschaft. Wenn jemand in der Gilde beseitigt werden muss, erledigen wir das selbst. Wir sind beide der Meinung, dass es am besten ist, solche Dinge intern zu erledigen. Ja, vermutlich habt ihr recht. Alles klar, lasst uns reingehen. Dann mal los. Ich will ihren Kopf auf meinen Kaminsims. Ha, dann mal los, Mercer. Boah, hier geht's rein? Nee. Wo geht das denn hier rein? Da auch nicht. Zeigst du mir auch, wo der Eingang ist, oder bin ich einfach nur gerade blöd und lauf dran vorbei die ganze Zeit? Ja, ja, was ist denn jetzt wieder? Ja, ich finde den Eingang nicht. Mercer, wo ist denn hier der Eingang? Zu dieser Schneeschleier, Zuflucht, Dingens, Kirchen. Oh, der hat hier ein... Achso, das ist ihr Pferd. Das hat er wohl... Mercer, das war nicht nötig. Aber die Septime nimmst du nicht mit und den Trank. Naja, gut. Er hat es wahrscheinlich nicht nötig, die Septime mitzunehmen. Aber ich weiß gerade wirklich nicht, wo genau ich hier rein soll. Da ist es angemarkert. Muss ich hier oben drauf? Ach, da! Ah, alles klar. Hier geht's noch runter. Na gut. Das habe ich nicht gesehen. Oh, eine Menge Blut vorm Eingang. Ja, dann lass uns da mal reingehen. Mal gucken, was uns da drinnen erwartet. Man sagt, dass es manchmal unmöglich ist, in diese uralten Nordgrabhügel einzubrechen. Diese hier sieht nicht besonders schwierig aus. Ja, alles klar. Den Schlüssel hat nur Mercer. Eigentlich ganz einfach. Ich weiß nicht, was an diesen Schlössern so schwierig sein soll. Man muss nur wissen, wie es geht. Und natürlich verdammt geschickt sein. Oder den richtigen Schlüssel haben. Nach euch. Irgendwas führt er doch im Schilde. Wow. Ich trau dem Braten nicht so ganz.
Finde Kalia. Müsst ihr ständig stehen bleiben. Okay. Also Lydia kommt nicht mit hier rein, nur Mercer. Das gefällt mir schon mal gar nicht, dass Lydia draußen warten muss. Nordranken nehme ich auf jeden Fall mit. Einbalsamierungsskalpell. Eisenhelm. Also schleichend löse ich, glaube ich, auch keine Fallen aus, aber ich muss auf jeden Fall aufpassen. Der Gestank hier drin. Dieser Ort riecht nach Tod. Seid wachsam. Alles klar, wachsam sein. Ei, ei, Sir. Erstmal in die Urne gucken. Haralds. Antike Nordmünzen. Mitnehmen. Heilung, Gesundheit, immer gerne. Rolle der Apokalypse. Steigt in den Himmel auf und ruft für 8 Sekunden Meteoroiden herbei, die 130 Schaden verursachen. Ja, den hätte ich eben bei dem Elder Eistroll draußen gebrauchen können, wobei mir das, glaube ich, auch nicht viel geholfen hätte. Wow, Draugere. Wicht. Boah, die teilen ja richtig aus. Und ein Ruheloser. Das erübrigt dann auch die Frage, was da am Boden gelegen hat. Das war nämlich eben meine Frage, als ich in diesen Raum reingegangen bin. Aber ich wollte erstmal die Urnen aufmachen. Alles klar, Draugere. Dann nehmen wir uns doch mal vor Draugerin in Acht. So, Lydia ist trotzdem da? Sehr gut, Lydia. Einfach immer nachkommen, egal wo ich hingehe. Das finde ich super. Auch wenn Mercer was anderes gesagt hat. Kette aktivieren. Tränke. Tränke ist immer gut. Heilung, Gesundheit, Ausdauer und ein Geldbeutel. Sehr schön. Was haben wir hier noch für eine Kette? Na toll. Nein. Mann, geh mir aus dem Weg, Mercer. Hallo, Mercer? Willst du mich jetzt verarschen? Hängst du jetzt in der Luft? Geh weg da. Verpiss dich. Kann ich unter dir durchschleichen? Sehr gut. Dann häng von mir aus weiterhin in der Luft. Kann ich denn hinter dir irgendwie diese Kette ziehen, um vielleicht drüben aufzumachen? Ist jetzt da drüben offen? Nee, leider nicht. Schade. Na gut. Zieht an der Kette dort drüben und passt auf die Stacheln auf. Sieht aus, Stacheln? Als hätte Kalia alle Fallen scharf gemacht. Ja, sieht wohl ganz so aus. Ich durchsuche erstmal die Draugere hier. Ich hoffe, die stehen nicht gleich wieder auf, wenn ich an der Kette ziehe. Knochenmehl, immer gerne. Noch mehr Haralds. Antike Nordmünzen, sehr gut. Ja, hier kommen wir, glaube ich, reich raus. Davor muss ich aufpassen, alles klar. Jetzt lauft da nicht Lydia. Schwein gehabt. Meine Fresse. Rennt da direkt rein. Ich glaube, es hackt. Du siehst doch lebendig aus. Deine Augen leuchten doch. Du verarscht mich doch. Ja, du hast mich verarscht. Weg mit den Todesfürsten. Sehr gut, Leute. Keine wirkliche Herausforderung. Den haben wir mal schnell umgemoscht. Lebst du auch noch? Du lebst auch noch. Noch ein Todesfürst. Drauf, Leute. Yes. Gut ausgeteilt. Wir sind ein gutes Team, ihr Lieben. Ja, immer wieder nach Fallen Ausschau halten und ich schleich mal wieder eine Runde. Was haben wir hier? Eine verschlossene Tür. Jetzt nicht mehr verschlossen. Und wieder Tränke, sehr gut. Heilung, Magika, Ausdauer, Magika. Und ein altes Nordschwert, das brauchen wir natürlich nicht. Sonst noch irgendwas? Nein. Oh, eine Falle. Klick. Und noch eine. Klick. Und eine Urne. Makelloser Granatstein. Sehr schön. Und noch ein. Mein Gott. Die sind ja überall. Aber keine weiteren Draugere. Das finde ich gut. Oh, doch weitere Draugere. Dann einmal auf die Pfeile umsteigen. Euer Blut wird meine Klinge zieren. Zack. Sehr schön, Leute. Gut gemacht.
Kriege ich meinen Pfeil wieder? Leider nein. Obwohl er so schön da drin steckt. Was ist das hier? Ein trauriger Wicht. Oh nein. Und direkt ein Todesfürst noch. Und ein Reaper? Oh, jetzt habe ich sie alle gefrostet. Das war nicht so klug. Aua, aua, aua. Oh, der teilt aber aus. Scheiße. Aua. Oh, ich muss zu den anderen runter. Fuck. Und ich muss mal einen Trank nehmen. Und auch mal meine Ausdauer ein bisschen aufstocken. Regeneration, Gesundheit, den hau ich mir auch mal rein. Und dann kann ich mir auch direkt Giftschaden noch draufpacken. Und Zaubertrank der höchsten Heilung. Sehr gut. Und dann helfe ich erstmal den anderen da unten. Was, was, was? Den habt ihr schon erledigt? Sehr gut. Ich bringe euch um, wenn ich es muss. Hallo? Geht doch mal da hoch. Aua. 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 Boah, krass. Okay, der ist mal richtig mächtig. Vor dem müssen wir uns in Acht nehmen. Wo ist der denn jetzt hin? Wo bin ich denn jetzt hin? Wollt ihr mich verarschen? Wo sind sie denn jetzt hin? Da sind sie. Oh, und immer schön in den Rücken. Weiter drauf. Boah. Danke, Leute. Ohne euch hätte ich das... Oh, da ist ja noch einer. Wicht. Stirb, Wicht. Boah, und jetzt muss ich erstmal gerade in meine Zauber rein. Leute, das ist ja mal ein krasser Kampf hier. Schnellheilung. Gut, dass ich in Deckung gegangen bin. Drauf. Sehr gut, weiter drauf, 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 ihr beiden. Den kriegen wir. Los, 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 los. Yes. Zwei von denen. Boah, was für ein krasser Kampf gegen diesen Reaper. Ebony Arrows. Nice, Elfenbeinpfeile. Boah, sorry, dass ich euch eben verschrien habe. Also euch auch mit dem Schrei, mit meinem Schrei getroffen habe. Ich wollte eigentlich nur die anderen einfrieren. Das ist ja mal richtig krass hier unten. Ein Reaper. Sowas habe ich auch noch nie gesehen. Der hat ja was ausgehalten. Ich glaube, ich muss gerade mal meine heilenden Hände auf die beiden anderen legen. Lydia auch. Jetzt mal wieder heilen. Na, geht's euch beiden wieder gut? Dann können wir ja weiter. Was für ein Scheiß hier unten. Na, noch mehr Draugere, die irgendwo rumstehen. Silberner Granatring und zwei Haralds. Oh, die Falle ist wohl schon ausgelöst worden. Oh, oder auch nicht. Immer noch aktiv. Interessant. Dann räumen wir erstmal die Kiste aus, würde ich sagen. Giftanfälligkeit für Frost und ein makelloser Granatstein. Nicht schlecht. Wir hüpfen mal hier drüber und da kommt direkt der nächste Draugerwicht. Hörst du auf, hier rumzuhexen? Hässliches Vieh. So. Wo ist der andere denn jetzt hin? Den habe ich doch auch umgehauen. Naja, egal, die Urne ist auch noch da. Da ist er. So. Von da komme ich. Da müssen wir hin. Da mal weiter. Noch ein Overlord. Alles klar. Was seid ihr denn für Leute?
Nein, weg hier. Boah, fuck, macht der Schaden. Alles klar. Den kann ich auf jeden Fall nicht alleine besiegen. Ich hab dem noch kaum Schaden gemacht. Fuck. Boah. Ich werde erstmal ganz kurz meinen Gegenstand laden. Scheiße, gegen den habe ich wirklich überhaupt keine Chance. Dahin und zu meinem Streitkolben. Und dann nehme ich doch mal wieder einen mächtigen Seelenstein, würde ich sagen. Oder? Ne, ich nehme mal einen gewöhnlichen. Noch einen gewöhnlichen und noch einen gewöhnlichen. So, und renne erstmal hier weg. Denn ich habe absolut keine Chance. Und dann werde ich mal gerade gucken, dass ich mir irgendwas mal hole, was mir helfen kann. Sowas wie einen Schutzgeist zum Beispiel. Zack. So. Kämpfe für mich, Schutzgeist. Oh, fuck. Ich muss hier weg. Ah, jetzt kommt noch ein anderer von der anderen Seite. Das ist natürlich ganz blöd gerade. Boah, erstmal wieder Ausdauer dazu holen. Zack, zack, zack. Und der ist immer noch hinter mir, das darf ja wohl nicht wahr sein. Verdammte Scheiße. Und ich muss nochmal irgendwas beschwören. Krass, mit was hab ich's denn hier zu tun, Leute? Dann nehme ich mal einen Rachegeist diesmal. Zack. So, sehr gut, Rachegeist. Oh, und da bin ich beinahe tot. Höchste Heilung. Und jetzt ist zumindest der Drauger Todesfürst schon fast weg. Das war der Todesfürst, immerhin. So, ich muss weiter weglaufen. Was ist denn das bitte für ein krasser Kampf und muss nochmal irgendwas beschwören? Einen weinenden Daedra? Kommt Leute, den beschwöre ich jetzt mal. So. Und war... Aua, aua, aua. Verdammte Scheiße, was ist denn das für ein krasses Vieh? Der Zauber hat mich hier noch erreicht. Aber der Overlord ist so gut wie tot. Oh, und ich gleich auch, wenn ich so weitermache. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Nochmal einen höchsten Heilungstrank. Und wo ist denn Lydia und so? Boah, und ich muss, glaube ich, nochmal meinen Einhändig verstärken. Und, habe ich noch irgendwas anderes? Giftschaden Magica. Boah. Ich werde mal meine Gesundheit auch verstärken. Was ist das denn für ein krasses Vieh, gegen das ich hier kämpfen muss? Wo ist er hin? Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Ich habe hunderte von euresgleichen getötet. Yes. Boah, danke, Mercer. Krass. Drauger Overlord. Yo. Und er hat nicht mal viel Rüstung. Alter Schwede. Erstmal gerade die heilenden Hände auspacken. Was für ein krasser Kampf. Mercer, wo ist Lydia? Die ist hoffentlich nicht tot. So, den muss ich mal richtig viel heilen hier. So, einmal wieder voll machen, damit er wieder mit mir kämpfen kann. Was war das denn? Erst dieser Elder-Eistroll oben und jetzt dieser Overlord. Das ist ja mal richtig krass. Und dann werde ich auch mal Magika-Heilung nehmen. Brauche ich ja sonst nie. Aber wir müssen weiter hier runter. Leute, Leute, Leute. Boah, habt ihr gerade unten rechts gesehen, wie unfassbar stark unsere EP hochgeschossen sind nach dem Gegner?
Oh, wir sind fast schon wieder in der nächsten Stufe, obwohl wir kaum was gemacht haben. Ist das krass. Oh, und die ersten Septime hier unten. Ja. Die können wir gerade noch aufschließen. Hier sind bestimmt wieder irgendwelche Tränke hinter. Ja. Oder auch nicht, aber eine Truhe. Mehr Haralds und zwei Urnen. Und dann gucken wir da gleich auch nochmal runter. Ein Ausdauerheilungstrank und noch eine große Urne. Aber da ist leider auch nicht viel drin. Hm, da kann ich doch richtig gut von hier oben schon mal eine Runde schießen, würde ich sagen. Zack. Zack. Und den Wicht schon mal wegmachen. Da sehe ich noch welche. Und noch ein Todesfürst, na toll. Den werde ich doch schon mal gut von hier oben... Ach, scheiße, bearbeiten. Daneben so ein Mist. Und noch ein Overlord. Den werde ich auf jeden Fall von hier oben bearbeiten. Mist. Naja, nehme ich erstmal nacheinander die, die ich treffen kann. Sehr gut. Euer Tod wird mein Triumph sein. Und der Overlord misst. Genau in den Kopf geschossen. Ja, und den kriege ich von hier oben. Schön mit den Schleichangriffen. Sehr gut. Ich dachte gerade, die Ratte frisst den Draugere. Wo ist der Letzte hin? Wo ist der Todesfürst hin? Ihr werdet nicht die Oberhand gewinnen. Da steht er. Mist. Zack. Und auch noch den Todesfürsten von hier oben. Das war gut, dass ich den Raum hier gefunden habe. Dann habe ich mir den zweiten Overlord auf jeden Fall erspart. Und ich nehme jetzt aber trotzdem mal wieder meinen Streitkolben in die Hand. Und schleiche hier nochmal eine Runde. Nicht, dass hier noch Knochen, ein paar Overlords Knochen. Rumhängen. Schlau. Die sollen sicher die Draugr aufwecken. Stolpert da bloß nicht rein. Alles klar, dann stolper ich da mal nicht rein. Und schleiche hier durch. Aber die Tränke werde ich da sicherlich nicht stehen lassen. Lassen wir die Traugere mal schön schlafen. Lydia, ich warne dich, komm nicht an die Knochen. Und schleichen wir hier unten weiter. Boah, Leute, ist das spannend hier. Ja, die haben wir ja zum Glück, aber da kommt noch einer. Aua, oh. Verdammte Axt! Leute, wo seid ihr? Wo seid ihr? Wo seid ihr? Wo seid ihr? Helft mir! Boah! Verdammt! Nochmal einen der höchsten Heilung muss ich hier nehmen. Wo ist der Reaper hin? Da ist der Reaper hin. Yes! Boah! Also die alle zusammen hätten wir hier unten auf jeden Fall nicht überlebt. Und hier schießt noch irgendjemand. Ja, der da oben. Alles klar. Dann werde ich mal zurückschießen. Noch ein Todesfürst. Sehr schön, Lydia. Immer weiter austeilen. Ich unterstütze dich von hier unten. Hep, sehr gut. Ein Schlag noch, Lydia. Sehr gut gemacht. Boah, also alle zusammen hier unten... Und wir hätten keinerlei Chance gehabt. Gut, dass wir oben diesen kleinen Raum hatten, um die zu erledigen. Verdammte Scheiße. Und ich fluche ja wirklich verdammt nochmal nicht oft. Doch, so ein paar Mal schon. Aber jetzt werde ich auf jeden Fall noch gucken, wo wir die alle noch erschossen haben, damit wir noch den Loot einsacken können hier. Zum Beispiel vom Todesfürst. Das lohnt sich doch nochmal richtig. Phönix Ninjato. Nein, den darf er gerne behalten. Hier ist noch der normale Draugere.
Noch ein normaler Draugere. Und hier oben muss doch auch irgendwo noch der Overlord sein. Ein Ruheloser, immerhin noch. Da ist der Overlord. Ha, einen Pfeil kann ich retten. Na toll. Oh, ihr Lieben, ich sehe gerade, wir sind schon ganz schön über der Zeit. Beziehungsweise relativ am Ende. Ich schaue mal ganz kurz auf die Karte, wie viel wir hier noch haben. Nicht mehr viel. Und da soll ich Kalia finden. Das heißt, ich gehe erst noch mal kurz hier durch diesen Gang. Ein Wicht liegt hier noch rum. Ein Mondstein nehme ich auch noch mit. Was, du lebst noch? Nein, du lebst nicht mehr, auch wenn deine Augen noch leuchten. Na, wo sind wir jetzt hier oben? Sehe ich hier noch? Ah, nee, das ist jetzt okay. Das haben wir schon alles gesehen. Das finde ich gut. Und da geht's weiter, ihr Lieben. Ich sage an dieser Stelle... Kalia war schon immer ein geschicktes kleines Luder. Es muss ein Kinderspiel für sie gewesen sein, an diesen Draugeren vorbeizuschleichen. Ein Kinderspiel, an den Draugeren vorbeizuschleichen? Na, die will ich kennenlernen, beziehungsweise nicht. Wir gehen in die Schneeschleierzuflucht, liebe Leute. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken bei diesen unfassbar krassen Kämpfen in dieser Folge. Ich bin sehr, sehr auf diese übermächtige Kalia gespannt, die an diesen Dingern vorbeischleichen konnte. Schaltet nächsten Sonntag wieder ein. Es würde mich sehr freuen. Abonniert den Kanal, empfehlt ihn weiter und klickt vielleicht sogar mal ganz oben links auf meinen Link zu Patreon, um mich ein kleines bisschen zu unterstützen, falls euch die Let's Plays gefallen. Das würde mich sehr freuen. Ich sage an dieser Stelle vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi, ihr Lieben.